Und willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 in der Folge 7 zusammen mit Lars als Smokeboss LP Jutta. und kein Sunny Black. Ja, der ist heute nicht da, weil er hat noch was zu erledigen. Der ist verhindert. Ja. Mit einem Pferd davor, ne? Nicht mit einem B, nicht behindert, sondern verhindert. Ist ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Ja. So. Ich würde es mal eben kurz nochmal zusammenrechnen. Den muss ich mir Arbeit suchen. Ich mal kurz gucken, wie viel der Weidemann jetzt kostet. 26.000 und 3.000. 26 mit 29.000, die wir denn hatten. Wie viel haben wir da insgesamt? 44. Ich brauche den Träger mal in Kurze. Was? Durcheinander. Danke. Oh. Vielleicht wieder reingeschimpft. Wofür haben wir da eigentlich letztes Mal stehen? Ach ja, beim Silo auffüllen. Ja, du kannst den Silowagen mal da hinten hinstellen. Und dann kommst du mal wieder zum Hof und fängst mal an, Dünger zu streuen. Haben wir einen Düngerstreuer? Ja, das steht hier auf dem Hof. Ach ja, das habe ich ja schon in Folge 1, 2, 3 oder so gemacht. Ja, das war schon weg. Warte, ich mache kurz das Wachstum auf schnell, ne? Ja, das hört sich gut an. Dann haben wir wenigstens noch was zu tun. So, dann fahre ich jetzt mal zu Feld 20 und pflanze da mal Gras an. Hanf. Wir machen eine kleine Drogenfabrik, oder? ja. Ja, also Sandro, der hat noch bei sich was zu erledigen. Und. Boah, ich weiß nicht ganz, wie viele Folgen er jetzt nicht da sein wird, aber. 1, 2, 3 werden es, glaube ich, schon werden. Könnte passieren, ja. Also auf jeden Fall ein. Ja, diese hier. Genau. So, ich fahre mal eben ganz fortschrittmäßig die Straße hin. Wie das sich gehört. Oh, wir kommen uns entgegen. Wie dann dreh ich um. Ich habe jetzt schon vergessen, was ich machen sollte. Dünger streuen. Ach ja. Super. Noch schlimmer als gestern. Sag mal, ist die Folge, was weiß ich, eigentlich schon oben? Was? Folge 4 müsste das sein. Achso, nee. Achso. Mach ich heute noch. Ich hatte gestern Abend keine Zeit mehr. Also, ja. So gesehen, heute ist Mittwoch, ne? Ja. Bin heute. Wo steht denn der da? Auf? Das geht. Muss ich mir auffüllen? Ich glaube ja, ne? Musst du gucken. Ich weiß nicht, ob der voll ist oder nicht. 40%, ich glaube, das reicht nicht. Ne, füll dir mal lieber auf. Bei Feld 16? Ja. Hä? Oh, toll. Ich muss die Maschine erst noch senken. Dürfte man nicht vergessen. Ist ja besenkt. So. Ich lasse das lieber, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich würde es mir irgendwie schwer werden. So. Also, wie ging denn das Dünger noch? Auch einfach B drücken. Kein R. Achso, ja, anmachen B, ja. Aber zum Auffüllen, ja. Ja, das habe ich schon hinterher. Bestimmt, sehe ich gerade. 100% hast du da. Ich mache mal ein kurzes PDA aus, sonst sehe ich nicht genau, ob ich das vergesse oder nicht. Ich bemerke gerade, die Sämaschine grubbert auch gleichzeitig mit, ne? Ja? Ja. Also können man wir, muss. Können wir den Grubber ja verkaufen? Genau. Man muss also gar nicht grubbern. Weil dann verkaufe ich den, wenn ich hier mit dem Feld fertig bin. Und es wird dunkel.
Klar. Das darf natürlich nicht fehlen. Ach ja, apropos fehlen. Was mir gerade eingefallen ist. Ich habe noch das. Heute habe ich ein Spiel vom Freund bekommen. Das ist immer noch im Schulranzen drin. Also. Das fehlt mir nämlich gerade hier oben, deswegen hört mir das gerade ein. Ach ja, mein Vater. Ja. Hat er gefragt. Bis wann du das wissen musst wegen LS15. Also, will er jetzt das Spiel haben? Jupp. Also müssen wir das dreimal bestellen. Jupp. Ich habe meinen Vater noch nicht gefragt. Wie gesagt, gestern Abend war das so ein aufregender Abend. Ich hätte da so eine Diskussion gehabt. Auf WhatsApp. 1:20 habe ich da gestern Abend geschrieben. Am Stück. Am Stück, ne? Von 7:40 bis 9:00. Ach du Scheiße. Ne? Und ja, der Rest mit Versöhnung und bla und dies und sowas ging dann bis 9:30. Und ja, danach habe ich dann Hausaufgaben gemacht und deswegen habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht, den LS zu fragen. Achso, ja, ist ja nicht schlimm. Wenn das erst im Oktober rauskommt, dann. Ja. War das nicht mal irgendwie mal so, ob das mal war oder ob ich jetzt auf völlig falschen Dampfer bin? Wenn man das vorbestellt, ist das nicht billig? Ja. Weil Papa sagt ja nämlich irgendwie, das kostet jetzt glaube ich, weiß ich gar nicht, 40 oder 50 Euro, keine Ahnung, irgendwie sowas. Sagt doch mal, wenn das rauskommt, kostet das bestimmt 10 oder 20 Euro mehr. Boah. Dann bestell lieber. Dann sind wir bestimmt so einer mit den ersten, die das Spiel das playen werden. Ja. Vielleicht werden wir dann so ein bisschen berühmt. Ha! Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt so mit dem Vorbestellen ob das günstiger ist, aber ich bin der Meinung, irgendwie sowas hatten wir da mal gehabt. Ergibt eigentlich Sinn. Guck mal, was gucken. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine GPS-Mod drin, aber nee. Was? Wir haben ein Limiter. Ja, aber nicht der GPS-Mod. Das ist so alles ein Geliebte, das ist ja. Ja. Ja, mein Vater sagt immer so, wie LS13 da rausgekommen ist, ne? Ich spiele LS13. Ich so, willst du gar nicht LS13 spielen? Aber so, ne, da gibt's doch überhaupt keine Mods für, da macht überhaupt keinen Bock. Nein! Dein Vater spielt aber auch nicht so oft LS13, oder? Nicht so oft, aber manchmal. Also zwar nicht nie, aber auch öfters nicht. Ungefähr, ja. Hat mich gerade selbst verwirrt. So. Ach ja, ich will ja gleich, wenn ich fällt, mir ja den Kummer verkaufen. Mal sehen, wie viel Kohle das bringt. Dann bringst du zum Händler hin, dann. Ja, ich will den nicht so verkaufen. Genau. Und wenn, kann ich auch nicht. Ich hab ja keine Rechte. Nee. Aber das könnte ich mal ändern. Dann müsstet ihr das Geld nur immer überweisen. Das ist ja nicht das Problem. Das wird mal automatisch verkauft. Fahrzeuge zurücksetzen. Gebe ich dir mal den Erlaubnis für Fahrzeuge verkaufen. Gebe ich dir Erlaubnis für Auto speichern. Und speichern. So, mit Dünger bin ich jetzt fertig. Gut. Ich bringe mir eben den Dünger, Streuer. Mir ist gerade der Name fast nicht eingefallen. Die Düngerstreuer zum Hof zurück. Und dann verkaufe ich den. Ja. Ich weiß gar nicht, bringt das eigentlich was, wenn du jetzt zu mir hinkommst und das Gras hier hinten nochmal streust? Mit Dünger? Das weiß ich gar nicht. Schreibt's in die Kommentare. muss ich mal gucken. Moment, ich fahr mal eben zu dir eben mal hin. Dazu müssen wir den PDA auch machen. Nein, du sollst den nicht anmachen. ich fülle vielleicht lieber nochmal vorher auf. Ja. Boah, ich fahre einfach nur hier, das ist ja. Spritverschwendung. Boah, Alter, wenn ich hinten, ne? Wenn ich am Ende des Feldes rumlenke. Boah, das ist sowas von Kacke. Ich lenk rum, der 9 km/h.
könnt mit 9 km/h um die Kurve rum. Also ums Feld. Mit 9 km/h? Auf dem Feld 28. Wenn ich um eine Kurve fahre, 9. 25. Nein. Steht bei dir in der Nähe eigentlich ein Düngerauffüllgerät? Bei mir? In der Nähe? Ja. Nee, hier steht keins. Schade. Also, bin ich der Meinung. Steht, glaube ich, nur auf dem Hof und beim Landwirt oder irgendwie sowas oder beim Depot oder keine Ahnung, wie das jetzt besonders hier ist. Also, ich meine, beim Hof auf jeden Fall. Ich denke, glaube ich, noch bei der Kuh und Schafsweide. Da bin ich mir nicht sicher. Hier ist ja die Kuhweide. Ich weiß nicht, wie das steht. Mich hat gerade jemand angeschrien. Oh, danke, das hat die Siebmaschine ausgemacht. Ich hab so ein Zucken im Mittelfinger gehabt. Ich hab den Mittelfinger nämlich gerade auf B liegen. Habe ich so ein Zucken gehabt, also deswegen hat er irgendwie B gedrückt. Ganz, ganz komisch. Achso. Aber er schreibt. Bist du gleich mit Sehen schon fertig? Hä? Bist du gleich mit Sehen schon fertig? Ja. Aber das Gute ist, links und rechts von diesem Feld und vorne und hinten ist noch sehr viel Grasfläche. Das heißt, wir können viel mehr Fläche, als das Feld eigentlich ist, mähen. Achso. Ich hätte eine Idee nicht, aber einen Vorschlag. Ja. Wenn ich gleich mit Dings und fertig bin, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Weil hier schon eine Rasenfläche so gesehen ist. Ich glaube, das geht nicht. Probier das einfach mal eben aus, ob man da auch mal was sehen kann. Sehen kannst du nichts, aber ich weiß nicht, was das bringt. Marco hatte gesagt, dass wenn du jetzt Gülle über Gras streust, bringt das auch nichts. Und bei LS15 soll das so sein, dass es trotzdem was bringt. Aber wenn du jetzt mal so die Bauern hier auf dem Feld siehst, nach dem Gras mähen, wenn das Gras frisch abgemäht ist, dann wird er immer Gülle gestreut. Macht hier unser Bauer jetzt auch gerade, der ist auch gerade am Gülle streuen. Und der hat gestern Silo gefahren. Oder vorgestern. Ja, vielleicht ist das ja hier noch nicht integriert. Nee. Aber bei LS15 soll das kommen. Dann bringe ich eben das, mir fällt der Name ein. Mir fällt der wohl nicht ein. Steht beim Inspektor auf dem Fall. Da steht... Düngerstreuer. Genau. Da steht Dünger und du musst aber nur was hinter sitzen. Ja, ich glaube, Steuer ist klar. Ja. Und ja. Ich bin auch gleich fertig. Habe ich schon gesehen. Ich bin gerade stumpf an dir vorbeigefahren. Ich habe gleich 10% auf dieses Feld hier verfahren. Moment, noch war ich jetzt eben, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe oder nicht, wie viel es total bin. Wenn ich jetzt den Düngerstreuer weggebracht habe und den Grubber verkauft habe, ja. Könnte ich ja so gesehen die ganzen Sachen hier hochfahren. Also, ganze Schwader Mäh weg. Ja, und so ein Kram. Ja. Da habe ich nämlich schon was zu tun für den nächsten paar Minuten. Ja, dann werde ich nämlich gleich auch nochmal den Weidemann kaufen und den mal zur Biogasanlage fahren, habe ich auch was zu tun. Ja, und wenn das Feld fertig ist, dann habe ich noch viel mehr zu tun. Ja. Sparen wir dann auf einen neuen Mähdrescher, ja, ne? Ja. Oder ein Mähwerk. Muss man überlegen. Meine ganz blöde Frage. Ja. Ich habe jetzt den Düngerstreuer zwischen die beiden Hallen gestellt. Sind das trotzdem Unterstandskosten oder nicht? Wenn das zwischen den Hallen steht? Ja. Nein. So. Hätte ja sein können, deswegen. Ich meine, wir machen ja ein Let's Play, ne? Dann können wir auch ein bisschen realistisch spielen und die Sachen ruhig unterstellen. Kann ich gleich auch nochmal machen. Ja. Und du kannst hier vorne auch nochmal gleich. Eben einmal, oder ich kann hier gleich vorne nochmal eben einmal mähen. Ja, dann kann ich gleich wieder, Schwader. So ist das Wort. Ja. So, Sämaschine. Wo hast du denn das Mähwerk hingestellt? Mähwerk? Ja. Irgendwo auf dem Hof. Super. Okay, ich häng mal eben die Sämaschine ab, das dauert mir mit der zu lange. Ups, ich bin gerade voll gegen den Händler gefahren. Hast du sie reingestellt? Ja, in dieses komische... Ich seh's. Kannst du denn gleich, wenn du den Grubber verkauft hast, noch einmal die Sämaschine hier reinstellen? Also, irgendwo reinstellen? Ja. Du müsstest jetzt 13.200 Euro mehr haben.
Ich hab 57.000. Ja, kommt hin. So, was ist? Ich habe jetzt nicht ganz so richtig zugehört. Zurück zum Hof fahren und dann dort einmal die Seemaschine, die ich benutzt hatte, reinstellen. Ja, ich muss den ganzen Kram da alles reinstellen. Ja. Währenddessen du mal eben kurz eben durchmähst. Ja. Wo misst du denn längs? Wie so, mäh doch mal bei Feld 15 längs. Das ist so ein langer grüner Streifen an der Seite. Ja, ich mache hier gerade neben 16. Das ist auch noch eine gute Fläche. Ich meine nur, weil Feld 15 schon lange ist. Und da stehen, sondern steht kein einziger Baum. Ah ja. Und dann kannst du auch, wenn du nichts zu tun hast, also bevor ich hier fertig bin mit Mähen, den Silowagen von der Biopensanlage holen, den hast du da, den solltest du ja, glaube ich, hinstellen, ne? Den habe ich neben dem Silo hingestellt. Ja. Soll ich den hier auf dem Hof holen? Ja, damit wir das hier einsammeln können. Weil ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass wir, oder dass ich auf die Idee komme, hier nochmal zu mähen. Ja, weißt du, ich mache immer so komische Sachen. Passiert mal, ne? Was willst du machen? Jeder kann sich mal ändern, das Mensch. Ja. So, jetzt steht der verdammte Baum hier irgendwie. Man müsste mal so eine Karte machen, wo kein einziger Baum steht. Oder da, wo die Bäume wenigstens durchfahrbar sind. Ja. Ist zwar nicht sehr realistisch, aber... Mein Vater, der hat meine Map gemacht, ne? Er wollte, hatte so sich eine Waschanlage runtergeladen. Also für so einen Trecker, den du wirklich waschen musst, ne? So, ja. Die Waschanlage hat auch wirklich gewaschen. Und Papa wollte den von vorne reinfahren. Und da stand so ein Baum vor, wo er die eingefügt hat, ne? Ja, so toll, jetzt steht ein dusseliger Baum vor. Ich so, mach den doch weg. Ja, mit diesem einen Programm, weil du musstest die in ein Programm einfügen. Die Waschanlage. Achso. Ne? Und, ja, dann sagt er so, ja, okay, mach ich noch. Er nimmt den Baum raus, ne, fügt die Waschanlage ein und, dann sagt er so, so, dann wollen wir es mal ausprobieren. Will vorne reinfahren, geht nicht. Weißt du? Er hat von dem Baum nur die Grafik entfernt. Aber der Baum stand da immer noch. Nur die Grafik war weg. Toll. Also toll, der musste das... Den Baum an sich auch noch wegnehmen. Nicht nur die Grafik, na ganz toll. Wie heißt du denn nie? Einfach irgendwie. Na, mal sehen, wie ich das mache. Wenden, so. Kannst du gleich, wenn ich das Stück hier noch in der Mitte gemacht habe. Oder, ja, fange einfach an zu kreisen. Apropos wenden, denn wir brauchen das Gras nicht zu wenden, oder? Nee, einfach nur Kreise. Wenn du es wendest, dann kriegst du Heu. Ach ja, das Gras ist leider genau. Das für Beiß. Das wäre das. Krass. Weißt du, welcher Let's Player das immer sagt? Wüsste ich nicht, aber wäre das nicht gleich werden? Für den Let's Player, ja. Ich will sagen, es ist so. Aber es gibt einen. Es gibt einen Let's Player, von dem habe ich damals immer die Minecraft-Let's Players geguckt, ist auch mein Lieblings-Let's Player. Der sagt, hat damals immer so gesagt, so, sagt er, jo, voll fett die Hühner hier, ne? Und er geht dahin, macht die Kiste auf, alles voll, er so, krass. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Aber ich sag den Namen jetzt. Sonst kriegt sich die mal wieder auf, ich kann nicht so. Oder wie das auch immer so heißen mag. Ja. So, jetzt fahr ich gleich voll gegen diesen Laternending-Master. Oh, ich fahr wirklich gegen Power. Mist. Okay, ich mähe hier hinten erstmal nicht weiter. Weil ich dann nicht rübergeflügt habe, da steht mir so viel Gras. So. Ich vergesse ein bisschen Gras, aber das verfault ja nicht so, ne? Nee.
Und wenn wir hier öfter für die Biogasanlage mähen, dann nehmen wir das halt beim nächsten Mal mähen mit. Ja. Ui, das war knapp. So, dann muss ich gleich mal eben den Ladewagen holen. Ach, scheiße. Steht der Mähdrescher rum. Mit dem kann ich gleich auch nochmal im Zug fahren. Wie viel bringt der eigentlich, wenn man den verkauft? Dann müssen wir nicht so viel Ernte einfahren. Ich mach den schon mal an, ne? So, dann kannst du den gleich wegfahren. Wen? Den Mähdrescher, wenn du willst. Achso, ja. Den lässt du dann schon mal an. Rein theoretisch kann ich den Dingser schon mal mitnehmen, den Kreisel. Ja. Weil dann kann ich den da hinten schon mal hinstellen. Oder soll ich ihn noch wenden? Weißt du schon. Sonst lass ich den hier eben noch stehen. Ja, fahr mal erstmal den Mähdrescher weg und dann. Okay, wenn es schlecht ist. Lass mich hier erstmal das Stück noch mähen und dann. Ich hoffe, der Trecker steht jetzt nicht im Weg. Mähst du? Niu. Pass auf, dass du das Haus nicht mitnimmst. Nee, keine Sorge, das lasse ich da. Dann ist gut. So, ja, wir hätten uns vielleicht mal Themen vorbereiten sollen. Achso, zum drüber reden. Ja. Also ich werde das jetzt noch zu Ende reden und dann werde ich mal die Folge beenden und mal gucken, wer mich angeschrieben hat und werde ich im nächsten Part mal sagen, wer mich angeschrieben hat. Das wäre dann Part 8. Ja. Machst du denn die Part-Beschreibung noch immer noch in römischen Zahlen? Ja. Also. Das wird auch weiterhin so bleiben. Gut, dann ist schon. Es ist ein Markenzeichen von unserem LS-Let's Play. Macht das überhaupt jemand? Ich glaube, die meisten. Also zumindest beim LS habe ich noch keinen gesehen. Ich habe sowieso noch keinen bekannten Let's Player, glaube ich, gesehen, der jetzt in so einem Let's Play, was er ja noch länger machen wird, habe ich noch keinen gesehen, der römische Zahlen macht. Die machen alle deutsche Zahlen. So. Krass. So, dann kannst du jetzt das hier noch einmal kurz kreiseln und... Ich wollte gerade losfahren. Gut. Ah ja, dann würde ich sagen... ja, sehen wir uns im nächsten Part und tschüss. Jupp, tschüss.